So, meine kleinen Entdeckerfreunde, servus und herzlich willkommen bei Metro Exodus in... Keine Ahnung, wo sind wir eigentlich? Novosibirsk, genau, stimmt. Für ein Medikament für Anna. Fangen wir an. Danke fürs Einschalten und dass du dieses Projekt unterstützt. Hammergeil. Hammergeile Optik. Was sagt man dazu? Wir sind in Novosibirsk. Ich hoffe, dass wir hier nicht wieder auf irgendwelche Verrückten treffen. Die Brücken sind unbeschädigt und die Strahlung steigt wie verrückt an. Ich denke, dieses Mal gibt es keine Verrückten. Die Häuser sind auch unbeschädigt. Sam, wie sieht's mit der Strahlung aus? Achtmal höher als in Moskau und weiter steigend, Oberst. Ich würde sagen, wir bleiben nicht zu lange draußen. Bist du bereit, Artyom? Das bin ich. Mir nach. Auf uns zählen. Das war komplett eingeschneit. Geh mal. Komm, Miller. Holy fucking shit. Nur noch geil, diese Schneewald. Probieren wir es auf dem direkten Weg. Wir müssen den Plan überdenken. Yermak! Wir nehmen die Aurora nach Süden zur Verladestation Sibirskaya. Ich habe sie auf deiner Karte markiert. Ich kümmere uns um das Institutsgebäude in Akadem Gorodok. Unterwegs statten wir dem Eisenbahnmuseum einen Besuch. Alyosha! Vielleicht gibt es doch. Ich werde mit Tokio die Aurora bewachen. Gut, Artyom und ich werden das Hauptgebäude des Instituts durchsuchen. Die Strahlung ist hier viel zu hoch. Daher versuchen wir, durch die Metro dorthin zu gelangen. Tja, legen wir los. Viel Glück, Spartaner. Viel Glück. Glück. Können wir gebrauchen. Danke, Leute. Kannst du bitte auf sie aufpassen, bis Artyom und ich zurück sind? Bitte? Na klar. Teddy und ich werden sie bewachen. Hilfst du mir, Teddy? Gefreiter Teddy, Auftrag angenommen. Auf Wiedersehen, Onkel Artyom. Mach dir keine Sorgen um Tante Anna. Teddy und ich passen auf sie auf. Good job, Mädel. Was dir? Geht ihr jetzt? Ja. Ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig. Anna ist stark. Sie wird auf euch warten. Definitiv. Kommt nur zurück. Danke, Katja. Komm rein, Artyom. Dankeschön. Baby, ich rette dich. Definitiv. Ich komme wieder, definitiv. Lassen wir uns keine Zeit verlieren. Fangen wir sofort an und suchen das Medikament.
dich zu sehen, wäre für sie die beste Medizin. Ich komme definitiv zurück. Anna ist stark. Sie wird diesen Kampf gewinnen. Komm nur zurück. Auf jeden Fall. Müller, wir können. Ihre Ausrüstung, Herr Oberst. Vielen Dank. Artyom, das hier ist nicht Moskau, wo du monatelang draußen herumlungern kannst. Wer weiß, welche Monster hier leben. Daher überleg dir gut, was du mitnimmst. Ich warte am Auto auf dich. Dankeschön. Ich brauche hier ein Visier. Nee. Okay, wie sieht's hier aus? Ein Druckluftsystem. Boost aber im Schaden ein. Wir haben ja die Zwillingsarmbrust, genau die wollte ich haben. Wir machen das. Okay. Was haben wir hier? Nein. Ich mag 20 Schuss, weil dafür brauche ich weniger Munition. Okay, wir können. Mit ihm oder darauf? Genau, Bro. Wir können. Sind wir. Also, Artyom, das ist deine Chance. Unsere letzte Chance, Anna zu retten. Wir müssen sie nutzen. Steig auf. Er hat den komplett in Blei eingepackt, das Auto. Du übernimmst die Leitung. Ich überwache die Straße. Die ist bestimmt nicht blitzeblank. Viel Glück, meine Herren. Wir sind jetzt Ihre letzte Hoffnung. Ciao, Christ. keine Ahnung. Diese Waggons, die hier festsitzen. Eine fehlgeschlagene Evakuierung nehme ich an. Wir sollten versuchen, auf den Platz hinter dem Bahnhof zu kommen. Da müsste der Eingang zur Metro sein. Alright. Walking here would be easier.
but we should minimize our exposure. So here goes nothing. Okay. Auf Englisch, okay. Was kommt jetzt? Und wie findest du die Reise zu deinem Traum? Wünschst du dir, dass wir nie aufgebrochen wären? Das sehe ich. Naja, lass uns diese Gefühle für den Moment einfach mal beiseite legen, Archon. Das kriegen wir hin. Jep, kriegen wir auch. Ich glaube, da können wir durchkommen. Festhalten! Komm, Miller. Wow, wow, wow. Panzer? Das sind aber viele Autos. Die Armee ließ den Verkehr blockieren und die Stadt wurde mitten während der Evakuierung getroffen. Und du? Hier kommen wir definitiv nicht in die Metro. Zu viel Schnee. Übernimm das Steuer, Artyom. Ich übernehme die Navigation. Okay. Also gut. Laut Karte ist der Eingang zur Metro ganz in der Nähe. Und wohin? Na, ich steuere schon verdammt nah. Auf dieser Straße müssten wir ins Stadtzentrum kommen. Nimm die, aber halte weiter die Augen offen. Vielleicht gibt es auch unterwegs schon einen Eingang zum Metro. Ach, so viel Schnee. Und der Sturm wird jede Minute heftiger. Komisches Gefühl. Die Gebäude sind intakt, aber die Stadt ist tot. Meinst du nicht, dass Moskau besser war? Also das definitiv. Da war weniger Schnee. Da lang wahrscheinlich. Ist das normal? Nicht so hektisch. Wenn wir stecken bleiben, sind wir erledigt. Okay. Wo muss ich denn hin? Geradeaus? Geradeaus. Jawohl. Danke für die Info. Genau das wollte ich wissen. Vorsichtig, Atem. Vorsichtig. Da hoch? Shit. Nach links. Da, über den Weg müssten wir wieder zur Hauptstraße kommen. Der hat gute Ortskenntnis. Na ja, wohl, der hat eine Karte. Oh Gott, verdammt. Noch ein Haufen Autos. Hier scheint ein Panzer durchgefahren zu sein. Alter. Wow, wow, wow. Das war's von mir. Müssen wir zu Fuß weiter. Und wir müssen uns beeilen. Die Strahlung steigt ab und die Filter halten nicht mehr lange. Na los, auf geht's! Wir müssen uns beeilen, sonst sind wir erledigt! Wir nähern uns einer großen Kreuzung. Der Eingang zur Station müsste rechts. Oh, nichts mit Sprinten. Miller. Holy shit. Nur noch heftig geil.
Es ist, glaube ich, das beste Spiel mit Schnee, was ich je gesehen habe. Sorry, aber es ist so. Oh, oh, wow. Ich warte auf dich, Müller. Das ist die Stelle. Da rein. Vielleicht können wir hier in die Metro. Wow, 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 wow. The fuck. Wow, 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 wow. Holy shit. Endlich sind wir da. Jetzt müssen wir den Weg ins Stadtzentrum finden. Hm, das ist mal ein Einsturz. Du, Bro. Welche Vorschläge, wie wir in den Tunnel kommen? Ich vermute hier. Jawohl. Durch den Waggon. Ich helfe dir, ihn zu öffnen. Lass uns das machen. Überall Skelette. Die liegen schon mindestens 20 Jahre hier. Lass uns weitergehen und die Augen offen halten. Die tun uns nichts mehr. Die Überlebenden aber vielleicht schon. Wir müssen zur Station am Leninplatz. Das Institut ist nur einen Steinwurf von dort entfernt. Okay. Die Metro ist hier nicht sehr tief und durch die starke Strahlung haben die Menschen hier vermutlich nicht lange durchgehalten. Hier unten ist es etwas sicherer. Da oben haben wir allerdings mindestens die dreifache Dosis abbekommen. Die Tunnel, das ist ja genau wie zu Hause. Wir sind hier ganz in unserem Element. Was sagt man dazu? Wir können die Luft hier atmen. Okay. Hat nicht Sam oben gesagt, achtfache Strahlung, achtfach stärker als in Moskau? Hm. Schon wieder Mutanten. Die haben es auf uns abgesehen. Tja, sollen sie es doch versuchen. So. Wollen wir? Der direkte Weg ist versperrt. Seh dich mal um, Archon. Wir müssen in den angrenzenden Tunnel gelangen. Nein. Aber, wie sieht's hier aus? Hier. What? Wow, 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 wow. Ja, klar. Gib alles! Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Verwandt.
Und in dieser Metro wimmelt es davon. Was sind denn das für Viecher? Irgendwelche mutierten Maulwürfe. Gute Frage. Müssen wir hier rein? Dann gehen wir mal. Miller, ich mach mal Licht. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, ein Tonband. Michael, Fedorov von Abschnitt 20 hier. Hör mal, unsere Filter sind kompletter Müll und ab der 7. Skyjahr wurden sie diesen Herbst erneuert. Können wir nicht hinter in deiner Station bleiben? Ihre Schulkameraden sind auch dort. Das ist richtig. Das ist die Tür, die ist verschlossen. Die lassen keinen rein. Aber keine Sorge, sie verteilen jetzt den Strahlenschutzstoff. Nicht sehr tief aus. Okay, dann probieren wir's. Ich glaube, das hinten ist zu, oder? Da liegt Metall im Wasser. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Da so oder so nicht. Ach, das ist eine Plörre hier. Hier könnten wir rausgehen. Und hier sind die Einheimischen. Erinnert an das Massengrab in Moskau. Oder? Allerdings, Miller. 8000 Kilometer weiter. Und wir sind schon wieder an einem Massengrab. Ich frage mich, ob die auch als Spione bezeichnet wurden. Alter, was machen die hier mit den ganzen Leuten? Wahnsinn. Oskom. Okay. Ach, da kommen wir gar nicht rein.
vor einem Jahr gestorben. Vermutlich alles Überlebende des Angriffs. Halte dich bereit. Auf jeden Fall. Muss mit. Komm und pass auf. Könnte jetzt Müller ein zweites Arschloch verpassen? Ach, diese Stützen gefallen mir nicht. Jeden Moment könnte hier alles einstürzen. Mal sehen. Sieh dir den Staub an. Ja, wow. Gehen wir einfach durch. Moment, ich zünde eine Leuchtfackel. Verdammt, immerhin war Krieg. Oh shit. Scheint die Lüge immerhin funktioniert zu haben. Was ist wohl besser? Mit einer Lüge zu leben oder durch die Wahrheit? Weder noch. Ich fühle mich merkwürdig. Na, du gehst doch so komisch, alles okay? Ich sehe auch schon Dinge. Es ist jetzt wieder diese Geisterscheiße, oder? Aber hier werde ich diese Folge auch schon beenden und wir sehen uns hier an dieser Stelle zur nächsten Folge wieder. Euer Sacker.